Ja, moin moin, ich bin der Marc, der Sprecher der Ortsgruppe Hamburg vom Deutschen Hammverband. Unsere Ortsgruppe gibt es jetzt seit 2 Jahren circa. Trotz Corona machen wir weiter, weil die Repression auch weitermacht. Am 12.09. haben wir den GMM im Arivati Park. Das ist dann unsere nächste Kundgebung. Demo fällt leider flach. Ja, wir haben uns heute versammelt, weil heute der internationale Gedenktag für tote Drogengebraucher ist. Dazu versammeln wir uns hier und werden in knapp 50 Städten verschiedene Aktionen machen, um die Menschen zu gedenken, die an illegalen Drogen und den Begleitumständen gestorben sind. 2019 waren es 1398 Tote. Wir machen mal eine kurze Schweigeminute. Der Slogan Internationaler Gedenktag für tote Drogengebraucher ist so nicht ganz korrekt. Er müsste eigentlich Gedenktag für tote Drogengebraucher illegaler Substanzen heißen. Oder eben die Zahl nicht 1398 heißen, sondern 1196.000. Alkohol und Tabak zusammen vernichten jedes Jahr ca. 190.000 Leben. Letztes Jahr waren es 194.000. Auch in dem Fall sieht man, dass man mit Aufklärung statt Repression und statt Unterdrückung, statt bei den Leuten Schamgefühle auszulösen, den Leuten halt einfach mit Aufklärung mehr geholfen wäre. Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise haben wir gesehen, dass schwerstsüchtige Menschen schnellstmöglich in Ersatzprogramme gekommen sind, ihnen schnellstmöglich Wohnungen organisiert wurden, um solchen Herde auf der Straße zu verhindern. Dies ging sehr, sehr rasch, sehr schnell, sodass man erkennen konnte, dass der Senat scheinbar erkennt, dass es einen Handlungsbedarf gibt, dass es eine Notwendigkeit gibt und die Möglichkeit, dass wir es machen können, wurde auch gezeigt. Es wäre zu hoffen, dass nach der Corona-Pandemie, wenn alles wieder halbwegs ins Normale läuft, wir aus diesem schlechten Umstand Positives ziehen können und sagen können, das nehmen wir Standard in unserem Maßnahmenpaket auf. Wir wollen keine Obdachlosen auf der Straße, wir möchten keine Drogenverelendung auf der Straße. Ein Dach über den Kopf heißt Menschenwürde und würde für viele Leute Verelendung verhindern. Konsumenten sind auch nur Menschen. Mit Aufklärung, Prävention und staatlicher Abgabe könnte man das Problem Drogenabhängigkeit oder diese ganzen Begleitumstände auf ein erträgliches Minimum senken. Die Gesellschaft hätte dadurch mehr Vorteile als Nachteile. Die Zahl 1398 Tote ist schon viel. Wenn wir jetzt aber die Ursprungsländer angucken, wo bestimmte Substanzen herkommen, die wir hier verbieten, so müssen wir feststellen, dass die Totenzahlen dort wesentlich höher sind. In Mexiko sterben jedes Jahr 30.000 Menschen in einem barbarischen Drogenkrieg. Es ist kein Bürgerkrieg, es ist ein Drogenkrieg, den wir mit unseren Gesetzen mit verursachen. Nur damit wir uns hier besser fühlen und sagen können, wir sind was Besseres, wir nehmen keine illegalen Drogen, vernichten wir da drüben jedes Jahr 30.000 Menschen. Die staatlich kontrollierte Abgabe würde nicht nur hier eine Verelendung der Personen vermindern, sondern eben dort auch diesen Drogenkrieg sofort beenden. Egal wie man es dreht und wie man es wendet, Verbote fordern Leben. Sie schützen kein Leben, sie fordern es. Diese Verbote, die Strafverfolgung, sorgt dafür, dass die Verelendung und Tod auf der Straße zu finden sind, auch hier bei uns. Süchtigen und deren Angehörige ist mit Strafverfolgung nicht geholfen. Danke.